Was hat dein Lehrer von der ersten Fahrstunde gehalten? Das will ich auch gerne wissen. Ja, die erste Fahrstunde läuft grundlegend eigentlich immer gleich ab. Und zwar ist es ja erstmal nur das Erklären im Auto. Man muss ja erstmal verstehen als Fahrschüler, okay, was möchte der jetzt da rechts von mir? Mhm. Ja, also die ganzen Abläufe, die im Auto passieren müssen, wie ich das Auto bedienen muss. Das heißt tatsächlich erklären Pedale, Blinker, wie muss ich den anmachen und so. Und dann das Fahren an sich ist erstmal nur ein Abtasten von beiden Seiten. Das heißt, ich muss ja als Fahrlehrer erstmal gucken, okay, was kann die Person da links von mir überhaupt alles schon? Und wenn auch nichts an Vorwissen da ist, wie schnell setzt mein Fahrschüler das um? Mhm. So, und in der ersten Fahrstunde, man hört ganz, ganz wilde Sachen mit, ja, ich bin in der Stadt gewesen und ich durfte gleich in der ersten Fahrstunde 100 fahren und ich bin gar nicht vom Parkplatz runtergekommen und ich war auf dem Übungsplatz, ich war im Industriegebiet und so wie es bei uns beiden jetzt auch war. Mhm. Es ist von der Art und Weise immer das Gleiche, auch wenn jemand schon sagt, ich fahre schon seit einem Jahr mit Mama und Papa und übe, und dann ist es trotzdem so, dass man sich erstmal so ein bisschen abchecken muss. Der Inhalt der Fahrstunde ist aber immer individuell. Das heißt, so bei mir ist das so, ich mache die erste Fahrstunde nicht so lange, wegen der Konzentration. Und dann versuche ich immer möglichst schnell mit Abbiegevorgängen und sowas rauszufinden, okay, wie viel kann jemand. Mhm. Und gegebenenfalls, wenn ich jetzt merke, jemand ist richtig gut, dann fahre ich auch mit dem in die Stadt. Mhm. Überhaupt gar kein Problem. Mhm. War bei uns nicht der Fall, weil ich war einfach schlecht. Nee, das nicht. Also ich würde sagen, meine erste Stunde war so ein Mittelding. War jetzt genau, war eine ganz durchschnittliche erste Fahrstunde. War gut, war halt so ein Mittelding. Genau. Dann. Achso. Ist es schlimm, wenn man bei seiner ersten Fahrstunde viele Fehler macht? Also die Frage kam auch sehr, sehr oft. Du hast ja gerade schon so... Diese Frage habe ich mir gerade schon mal angehört. Naja, das wäre dumm, wenn ich das jetzt sage, ne? Was wolltest du denn sagen? Kannst du sagen. Ja, ja, okay. Ich schneide das mal rein. Okay, gut. Es ist gut, wenn man Fehler macht. Es ist gut, wenn man viele Fehler macht. Denn... Aus Fehlern lernt man. Aus Fehlern lernt man. Das ist ein total dummer Spruch, aber es ist tatsächlich so. Das, was man falsch macht, das muss ich halt dementsprechend nochmal erklären. Und das bleibt halt viel besser hängen, als wenn ihr was richtig macht. Weil es kann ja sein, dass man als Fahrschüler mal aus Versehen was richtig macht. Mhm. Das heißt, irgendein Abbiegevorgang oder sowas. Und dann guckt man tatsächlich richtig. Man weiß aber eigentlich gar nicht, was man da gemacht hat. Sondern man hat das entweder so intuitiv gemacht oder so. Und dann ist es immer schön, wenn dabei auch tatsächlich Fehler passieren, weil das brennt sich am meisten ein. Und das ist auch gut, denn keiner kann das schon direkt am Anfang perfekt. Und langsame Schritte vorwärts mit Fehlern ist eigentlich der beste Weg. Ja, würde ich auch sagen. Ja. So, dann würde ich sagen, die letzte Frage. Aber die letzte Frage ist, ob ich den B oder du den B197 Führerschein empfehlen kannst. Absolut. Wäre ich auch dabei. Weil es ist jetzt so ein Hybrid aus allem Möglichen. Und ich muss sagen, man lernt alles, was man fürs Autofahren braucht. Das heißt einmal Automatik und auch Schaltwagenfahren, die Stunden, die man dann machen muss. Das Schöne ist, man kann mit dem Automatik starten. Also so mache ich es üblicherweise. Ich bin da jetzt, das gibt es noch nicht so lange. Darum macht man das auch noch, hat man noch nicht so viele Werte. Mhm. Aber man kann so ein bisschen variieren. Immer von Fahrschüler zu Fahrschüler. Was kann er ein bisschen besser, was kann er ein bisschen schlechter? Und da halt ein bisschen mehr dran arbeiten. Und ihn für eine Prüfung und auch fürs richtige Autofahren, finde ich, besser vorbereiten. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn jetzt mit diesem Wechsel von Schaltungen auf Automatik? Also es ist, würde ich sagen,
es kommt mit der Zeit, wird es besser. Mhm. Also ich finde, es ist ja nicht schwer, jetzt das im Kopf zu wechseln. Also wenn man weiß ja, okay, ich fahre jetzt das und ich fahre das. Aber ich fand ja zum Beispiel, wenn ich Automatik fahre, muss ich mich ja nicht so viel auf mein Auto konzentrieren. Mhm. Und dadurch ist es ein bisschen einfacher, finde ich. Und deswegen finde ich das auch so gut für alle, die zum Beispiel richtig viel Angst vor der Prüfung haben oder so, weil sie denken, ich muss dann auch noch daran denken und daran denken und daran denken. Deswegen denke ich, ist der Führerschein schon gut für die Leute, die ja eine entspannte Prüfung haben wollen, weil sie halt Automatik fahren. Und trotzdem haben sie einen Schaltführerschein, so wie ich das ja auch mache. Mhm. Genau, aber trotzdem, Schalten ist natürlich auch wichtig. Ich werde ja selber auch später einen Schaltwagen fahren, erstmal eine Zeit lang. Das ist halt auch wichtig und man gewöhnt sich auch dran. Also heute hatten wir zum Beispiel wieder eine Stunde, die war wesentlich besser als die letzte auf dem Schaltwagen. Und ich glaube, es kommt mit der Zeit. Aber wenn man das kann, dann kann man auch beides, glaube ich. Mhm. Ein Problem gibt es halt bei vielen Kritikern, die sagen, ja, aber jetzt hat man halt nur 10 Stunden oder halt 10 und diese Überprüfungsfahrt. Kann ich denn tatsächlich auch richtig gut schalten, so wie jeder andere, der auf dem Schaltwagen eine Prüfung gemacht hat? Und ich, dazu sage ich eigentlich immer ganz klar, ja, denn das Schalten grundlegend lernen kann man in der Zeit, finde ich, ohne Probleme. Jeder von euch, der nach dem Führerschein, auch mit dem Schaltwagen, in ein Auto einsteigt, auch wenn es dann ein ganz normales, ähnliches Auto ist, wird das Schalten da nochmal neu lernen müssen. Mhm. Weil jedes Auto, wirklich jedes Auto, sogar das gleiche Modell, ist unterschiedlich vom Fahren. Mhm. Und dann müsst ihr das sowieso für euch selber nochmal euch da reinfinden. Ob ihr das nun in 10 Stunden gemacht habt oder in 20 oder 25. Dieser Moment ist immer der gleiche. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja. Da wäre ich auch bei dir. Ja, dann würde ich sagen, cool, dass du ein paar Fragen beantwortet hast. Wir machen auf jeden Fall noch mal einen anderen Fragesticker in nächster Zeit. Und ja, dann schön, dass ihr dabei wart.